Schon klar. Nicht jeder mag Schlangen. In der freien Wildbahn möchtest du vielleicht nicht auf eine treffen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Deshalb sind wir ja hier, um dich in eine Reise in die Welt einiger der unglaublichsten Schlangen der Natur mitzunehmen, von der Sicherheit deines Zuhauses aus und mit deinem ganz eigenen, unerschrockenen Tourführer. Alle Schlangen, die wir uns ansehen werden, gehören der Familie der Vipern an. Im Jahre 2021 gab es weltweit 368 Arten von Vipern. Der Name leitet sich vom Begriff Viviparia ab, was so viel wie Lebendgeburt bedeutet. Im Gegensatz zu den meisten Schlangen, die Eier legen, haben die meisten Vipern Eier, aus denen die Jungtiere im Inneren der Mutter schlüpfen, die dann Dutzende kleiner Schlangen zur Welt bringt. Doch ganz schön sicher daheim zu sitzen, oder? Vipern sind außerdem oft hochgiftig und haben zwei hohle Zähne, die sich flach an den Gaumen klappen lassen. Dadurch können die Giftzähne besonders lang sein und entfalten sich zu imposanten Waffen, wenn die Viper zum Biss ansetzt. Wie wär's damit, wenn wir ihnen einen Überraschungsbesuch abstatten? Erster Halt im Südosten der Vereinigten Staaten, wo wir die Vipern hören können, bevor wir sie sehen. Die Diamantklapperschlange ist die größte von 36 Klapperschlangenarten. Klapperschlangen können ihre Rassel bis zu 90 Mal pro Sekunde schütteln, um Raubtiere abzuschrecken. Bei Bedarf stundenlang. Die Rassel besteht aus hohlen, ineinandergreifenden Segmenten aus Keratin, das gleiche Material, aus dem unsere Nägel und Haare bestehen. Wenn die Schlange ihren Schwanz schüttelt, stoßen die Segmente aneinander und erzeugen ein schockierend lautes Geräusch. Nun geht's in die Berge des westlichen Irans. Eine Spinne über einen Felsen krabbelt und zu leichter Beute für einen vorbeifliegenden Vogel wird. Oder auch nicht. Die Spinnenschwanzviper ist perfekt getarnt, fast unsichtbar, mit Ausnahme ihrer einzigartigen, wulstigen Schwanzspitze mit langen, herabhängenden Schuppen, die wie Spinnenbeine aussehen. Spinnenschwanzvipern werden nur etwa 50 cm lang, damit sie kleine Vögel in Bissreichweite locken können, ohne ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, sich in enge Felsspalten zu zwängen. In den Regenwäldern Lateinamerikas lebt eine Viper, die der Spinnenschwanzviper gar nicht unähnlicher sein könnte, wenn man sie überhaupt erst findet. Sie ist eine der am schwersten zu fassenden Schlangen der Welt. Der Buschmeister. Der Buschmeister ist eine Grubenotter. Zwischen beiden Augen- und Nasenlöchern hat er eine wärmeempfindliche Grube mit einer Membran, die mit hochempfindlichen Rezeptoren bedeckt ist, die auf Temperaturänderungen von nur einem Tausendstel Grad Celsius reagieren. Diese Gruben sammeln Infrarotinformationen, die mit den visuellen Informationen im optischen Spektrum integriert werden. So kann der Buschmeister die Wärmesignatur von sich nähernden Beutetieren oder Fressfeinden sehen, wodurch er entscheidet, ob er angreifen soll oder nicht, und wie er genauer zubeißen kann. Das ist sehr nützlich, um ein Nest zu bewachen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vipern legt der Buschmeister seine Eier in ausgehöhlten Baumstümpfen oder Höhlen ab, die von anderen Tieren gegraben wurden. Er muss groß genug sein, um das Nest zu verteidigen. Der Buschmeister ist in der Tat die größte Viper der Welt und erreicht eine Länge von über 3 Metern und hat riesige Zähne mit tödlichem Gift. In den Wäldern der afrikanischen Länder südlich der Sahara lebt eine kleinere, stämmigere Viper, die noch giftiger ist als der Buschmeister. Die afrikanische Gabunviper hat die längsten Zähne aller Schlangen. Ja, richtig. Die längsten Zähne aller 3879 Schlangenarten und nicht nur der Vipern und kann 1000 Milligramm Gift in einem einzigen Biss abgeben. Das reicht aus, um 10 erwachsene Menschen zu töten. Obwohl sie tödlich sind, haben Gabunvipern den Ruf, sich langsam zu bewegen und friedlich zu sein. Wenn sie zuschlagen, halten sie das gefangene Nagetier fest, während das Gift seine Wirkung entfaltet und schlingen es dann schnell herunter. An dieser Stelle machst du dir vielleicht Sorgen über unseren Tourführer, aber keine Angst. Nagetiere wie unsere kleine Wüstenkänguru-Ratte haben eigene Fähigkeiten, um der Schlange zu entgehen. Sie trampeln vor den Klapperschlangen mit den Füßen, treten ihnen Sand entgegen und weichen ihren Bissen mit akrobatischen Sprüngen und kräftigen Tritten aus. So überleben sie, um eine weitere Schlangentour zu leiten. Apropos, was in der Tierwelt vor sich geht, hast du dich jemals gefragt, wie Hunde mit der Nase sehen? Oder wie Honigbienen ihre geometrischen Bienenstöcke bauen?
Erhalte die Antworten auf diese wichtigen Fragen, indem du auf eins dieser Videos klickst.